Patrick Hasenkamp, Leiter der Abfallwirtschaftsbetriebe seit mehr als 20 Jahren. Wir sind heute hier am Prinzipalmarkt zusammengekommen, weil wir den Münsteraner Bürgern einerseits, aber auch natürlich der Öffentlichkeit vorstellen wollen, dass es uns gelungen ist, eine der ersten elektrischen Kehrmaschinen in Europa vorzuführen, in den Praxistest zu nehmen. Wir haben die seit gestern hier probiert. Die Maschine, ein Schweizer Fabrikat, sieht man auch im Züricher Kennzeichen, zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Fahrbetrieb keine Emissionen abgibt, wesentlich lärmarmer ist als entsprechende konventionelle Kehrmaschinen, keine Dieselabgase produziert, von daher für uns hier ein echter Gewinn für die Münsteranerinnen und Münsteraner auch darstellt. Dass aus der Sicht der Fahrer, aus der Sicht des Betriebes wichtig ist, dass die Maschine keine Praxiseinschränkungen hat, eine volle 8-Stunden-Schicht auch fahren kann. Sie ist in der Anschaffung ein Stück weit teurer natürlich, deutlich teurer, verbraucht aber dafür kein Diesel, ist weniger wartungsintensiv. Und wir wollen eben auch diese Maschine möglichst zügig hier in den Dauereinsatz in Münster nehmen. Es werden zurzeit leider erstmal nur 10 Exemplare europaweit produziert. Eine davon soll dann hier dauerhaft in Münster laufen. Das werden wir dann auch bei uns mit der Politik soweit vereinbaren, dass sie kurzfristig kommt. Wir denken auch nach der ersten Präsentation hier, dass das wirklich das Richtige für die Stadt Münster ist mit ihrem sehr ambitionierten Klimaschutzkonzept. Betrieblich passt das sehr gut, weil diese Maschine tatsächlich aus regenerativen Energien, die die AWM selber produzieren, betrieben wird. Von daher macht das auch nicht nur volkswirtschaftlich, sondern betriebswirtschaftlich Sinn, dass diese Maschine bei uns eingesetzt wird. Die Maschine kostet etwa 300.000 Euro, einschließlich Steuern, ist natürlich eine hohe Investition. Aber eine normale Maschine mit Dieselantrieb würde auch etwas mehr als die Hälfte dieses Betrages kosten, würde schneller verschleißen. Von daher ist das eine wirkliche Investition in die Zukunft.